In Korbach am Hauptsitz der EWF sind die Bagger angerollt. Der alte Eingangsbereich wird abgerissen. Hier entsteht ein hochmoderner Neubau, konzipiert nach dem Logo der EWF. Fertigstellung soll Ende 2021 sein. Ja, heute ist ein besonderer Tag für EWF und VEW. Wir sind dabei heute mit der Baustelleneinrichtung, Abriss des alten Kundenzentrums. Wir haben uns auf den Weg gemacht, hier etwas Modernes hinzubauen, nämlich ein Kundenzentrum mit Büroanteilen auf insgesamt etwa 1000 Quadratmeter. Ja, heute starten wir und hoffen in Begleitung unseres Architekten Hesse, dass wir in gut anderthalb Jahren dann Einweihung eines hochmodernen Gebäudes feiern können, was hier am Standort in Korbach ja dem Unternehmen EWF zu aller Ehre gereicht und ein deutliches Standortdokumentation von uns bedeutet, in der Handel- und Kreisstadt Korbach präsent zu sein. Da sind wir alle froh, nehmen auch ein bisschen Geld in die Hand. Mithin eine tolle Maßnahme, die wir heute einfach angehen können. Ja, aus meiner Sicht sehr erfreulich, dass die Politik einstimmig für diesen Neubau votiert hat. Ein ganz klares Signal, dass man an dieses Unternehmen glaubt. Und wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um dieses Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln. Wir haben damit am Standort Korbach insgesamt 4,5 Millionen investiert. 2 Millionen in neues Lager in der Medebacher Landstraße und 2,5 Millionen in diesem Bau. Ich denke, ein gutes Zeichen auch für die Regierung. Also für den Auftakt. Wir freuen uns sehr, für die EWF hier an dem Standort Korbach das neue Büro- und Kundenzentrum zu bauen. Das Kundenzentrum besteht aus einem großzügigen Atrium, wie Sie hier sehen, das die Besucher willkommen heißen soll, und zwei flankierende Büroflügel, die insgesamt 2 Geschosse bilden und ausreichend Platz für neue attraktive Arbeitsplätze bieten sollen. Wir arbeiten mit ökologischen Baustoffen, in massiver Bauweise, mit heimischen Firmen übrigens. Das Gebäude ist auf dem energetisch neuesten Stand und hat auch ein Gründach, was der Biodiversität zugutekommt und auch den Regen zurückhält.